Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir das Mikrofon unseres Smartphones auf dem PC umleiten, sodass wir es als Mikrofon für unseren PC nutzen können. Dafür brauchen wir zum einen eine App hier, die kostenlos ist. Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Ja, das ist die App hier, wo Mic nennt sich das, Free Microphone, ist werbefinanziert halt. Die können wir uns aus dem Play Store hier ganz normal installieren, herunterladen und installieren. Ich habe das jetzt schon gemacht hier. Und zum anderen brauchen wir hier auf dem PC den Driver hier. Das müssen wir installieren einmal und dann den Client hier, ja. Das ist alles. Die Links findet ihr dann unterm Video, wenn ihr da Interesse habt. Wenn wir die App hier starten auf unserem Smartphone, sieht hier dann so aus halt. Hier haben wir die Einstellungen. Hier können wir auswählen den Modus hier, ja, Transport hier, entweder Bluetooth, USB oder Wi-Fi halt. Ja, je nachdem, wir können das auch über WLAN nutzen oder Bluetooth halt. Ich lasse das jetzt mal hier auf USB einfach. Und wenn wir jetzt zurückgehen, hier können wir das muten halt. Also das ist ziemlich übersichtlich hier. Den Driver und den Client habe ich auch schon installiert, jetzt hier um Zeit zu sparen. Ich starte jetzt einfach mal den Client. Hier sieht so aus, ganz einfach. Hier sehen wir, dass es disconnected ist. Wenn wir hier auf Connection gehen und einfach auf Connect klicken, zack, dann bekommen wir hier die Möglichkeit nochmal Wi-Fi, USB oder Bluetooth, wenn wir über WLAN die WLAN-Verbindung dafür auswählen, brauchen wir die IP-Adresse von unserem Smartphone hier. Ich habe das jetzt hier USB gewählt. Einfach bestätigen mit OK. Fail to communicate OK, weil es nicht gestartet ist. Hier müssen wir die Anwendung starten auf dem Smartphone. Ja, einfach auf Start. Hier ist startet und jetzt nochmal connecten hier und schon sollte das funktionieren. Genau, hier sehen wir unten connected via USB. Und schon können wir hier, wie gesagt, nochmal muten. Hier können wir wieder stoppen, wenn wir nicht mehr brauchen. Hier nochmal darauf achten in unserer Windows Settings natürlich, dass wir, also in den Soundeinstellungen hier, dass das richtige Mikrofon hier bei unter Eingabegeräte, ja, Mikrofon VOMIC Device muss ausgewählt sein, dass das funktioniert. Hier sieht man schon, dass das funktioniert. Beziehungsweise, das ist jetzt bei Windows 10, wir können hier unter Sounds und Aufnahme natürlich und hier müssen wir, ich denke, das ist das hier, ja, aktivieren, falls deaktiviert ist, beziehungsweise ja, umswitchen hier, damit das funktioniert. Genau, was ganz wichtig ist vielleicht, was ich auch beinahe vergessen hätte, jetzt, damit das funktioniert, damit das richtig funktioniert, muss auf unserem Smartphone USB Debugging aktiviert sein. Ja, das könnt ihr einfach unter den irgendwo Entwickleroptionen hier finden. Wir können mal schnell hier schauen. Also unter Telefoneinstellungen hier allgemeine. Ne, das wird es nicht sein. Aber hier Telefoninfo einfach und hier Softwareinformationen, denke ich. Und irgendwo haben wir das nicht, das war doch nicht hier, sorry, hier Entwickleroptionen, hier ganz unten, ja, zack, einfach draufklicken und hier irgendwo haben wir die Option USB Debugging hier, USB Debug, Debugging hier, das muss aktiviert sein, ja, damit das richtig funktioniert. Wenn ihr die Option hier, wenn es euch fällt, diese Option, beziehungsweise dieser komplette Menü hier, Entwickleroptionen, das konnte ich hier unter Telefoninfo und Softwareinformationen, genau, und Bildnummer hier, Bildnummer, einfach 6-7 Mal darauf tippen hier, bis das die Meldung hier, bis wir die Meldung hier bekommen, dass der Entwicklermodus aktiviert wurde und schon
können wir das ja, aktivieren. Ja, genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.